Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 13. Januar, 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir sind aktuell bei 15.965. Wir haben die Big Number bei dem Daily Pivot, eine Kombination, die nichts Gutes verheißt auf Dauer. Also hier wirklich aufpassen. Geringes Risiko. Wir sind mittlerweile beim Risiko angekommen von 0,08. Das variiert immer mit dem Kontostand. Werden ja berechnet anhand der Kontogröße. Also 0,008. Das bedeutet hier in dem Fall, wir können bis zum 10. Trade durchmarschieren. 11. Trade kriegen wir dann schon ein bisschen die gelbe Karte und beim 12. Trade ist dann Schluss. Das nochmal vorweg. Regel für diesen Big Number Trade: dreimal treten wir dieses auf diesem Niveau. Wenn wir runtergehen auf 15,9, dann da nochmal fängt das Spiel von vorne an. Ab dem 2. Trade, das heißt, wenn der Trade hier in die Box reinläuft und dann sich in die eine oder andere Richtung bewegt, gehen wir erst ab der 2. Bewegung auf angepasst. Und hier möchte ich gerne euch jetzt schon denn die Zielmarken nennen. Und das ist einmal 50. Das heißt, wir sind irgendwo hier und Big Number als nächstes Ziel, weil und nach oben hin genau das gleiche. Wir haben hier die 50, Gazone, circa, genau, da oben sind wir, wenn wir über 15.607 ist, ist das unsere Zone. Wir bleiben in dem Chart, gucken uns die Blue Boxen an und auch hier nochmal zum Regelwerk. Eine Blue Box auf dem Minutenchart, die kleiner ist als 20 Punkte, nehme ich mit einem etwas erhöhten Risiko. Die Frage ist, mit wie viel Risiko? Ich nehme dort das Risiko von 0,05. Ja, das heißt, ich würde hier oben bei 0,05 einstellen. Das würde bedeuten 10 Euro für den ersten Ansatz. Unter 20, 13, 11, 5 hatten wir gestern Abend und eine 18,5er Box. Auch in den Abendstunden. Wir reden hier aber immer von Primetime. Das heißt, wenn wir kleine Boxen haben zur Morgensession oder Nachmittagssession, wenn man vom Computer ist. Und wir sehen, gestern gab es hier keine Prime-Boxen auf den Minuten-Chart. Gehen wir in die Vola-Boxen rein. Vola-Box aktuell, wo kommt sie rein? Forecast ist bei 16,42. Das würde auch bedeuten, wenn diese 16,42 erreicht wird, dann hätten wir sogar einen Hedge-Auflösungstrade, das heißt mit etwas größeren Risiko. Und das bedeutet hier 16,42 ist irgendwo hier oben. Der Markt muss dann nochmal hier drehen. Okay, dann gehen wir in unserem Großwetterbericht rein und fangen an. Vorlage Zickzacklinie und starten heute mit dem DAX. Den ziehe ich jetzt hier mal rein. So, the DAX auf Daily Basis. Wir sehen hier oben die Unterstützung. Die hat jetzt erst einmal gehalten, beziehungsweise der Widerstand. Falscher Versprecher. Widerstand, also alles, was hier oben nach unten geht. Und wir sehen hier unten die Zone, das ist der Bereich und der hat es natürlich in sich, weil von hier so, wenn wir das mal mit einer anderen Farbe reinlegen hier, dann sehen wir, dass das seit dem September letzten Jahres der Markt hier runter, rauf, runter, rauf. Und er muss die Zone hier, oder wird irgendwann die Zone, muss gar nichts, aber er muss wird die Zone irgendwann sicherlich verlassen. Die Frage ist nach unten oder nach oben. Diese Zone, um da ein Gespür zu geben, sind 1170 Punkte. Das heißt, seit September geht es einmal das Tief hier unten im Oktober. Das war bei 14.899, das Hoch dann bei 16.277, dann wieder runter
im November auf 15.000 glatt, dann wieder hoch, dann wieder runter auf 15 glatt, dann wieder hoch jetzt auf 16,2. Und jetzt ist die Frage, etablieren wir uns jetzt hier oben? Wir sehen eine zweite Zone, die hier ist, ja, bei dem Niveau, wo wir uns aktuell mehr oder weniger befinden, bei den 16.000er Punkten. Ja, das ist alles Kaffeesatzleserei. Hauptsache, wir haben für unser Box Trading Volatilität, aber ja, wir sehen hier alles, viele Dinge sind eingepriesen. Gucken mal, wie weit der Markt sich hier hält. Also, für unser Wetterbericht, Vorlage, Zickzacklinie, wieder alles raus. So, Daily sind wir long. 4 Stunden sind wir long. Stunde long und jetzt 30 Short. 15 Short und 5 Minuten auch Short. Das heißt, oberen Zeitebenen alles long. Gehen wir weiter eine Etage tiefer und dann landen wir bei Gold. Daily long. 4 Stunden long. Stunde long. 30 long. 15 long und 5 Minuten auch long. Also hier alles long. Öl. Daily long. 4 Stunden long, 3 Stunden long, 30 long und 15 Short und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse Nasdaq. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde long, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Nee, 5 ist long. Also hier wird eher tendieren. Unentschieden. S&P 500. Daily long. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Short. Hier Tendenz, ein Tickchen Short, ein Tickchen. Daily Dow Jones Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Auch hier würde ich sagen, Tendenz leicht in Richtung Süden. Und jetzt kommen wir zum Bitcoin. Bitcoin. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Short. Und 5 Minuten plus minus 0. Ethereum. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Short. Und 5 Minuten auch Short. Das war kurz der Wetterbericht und wir sehen hier eine kleine Blue Box von 15 Punkten. Wenn diese kleine Blue Box von 15 Punkten sich blau verfärbt, werden wir natürlich die mit auch einem etwas höheren Risiko traden. Aber noch ist sie orange und wir warten. Es ist 8:41 Uhr. In Anführungsstrichen. Alles schließen. Jetzt muss ich mich beeilen. 10 Euro. Hast du mal einen Euro? 10 Euro. Zack. Und rein. So, das ging aber nochmal schnell. Entschuldigung. Also, wir haben eine 15er Box. Unter 20 haben wir ja gesagt, heute Morgen gehen wir mit kleinem Risiko in den Markt. Mit größerem Risiko in den Markt. Und das habe ich. 0,05 zu 0,05. Ave Maria. Und jetzt hoffen wir, dass der Trade gleich in 3 Minuten mit dem Impuls der Markteröffnung gut reinkommt. Vollbracht. 15.970. Wir sind long im ersten Trade. Und das Gewinnziel liegt 15 Punkte höher bei 86. Und die Gegenorder liegt bei 15.957. Das heißt, wir müssten hier die 50er-Zone nach unten durchbrechen. Oder wir gehen gleich nach oben und Richtung Gap Close, was beim Daily Pivot liegt heute. Auch hier die Zone, in der wir uns eventuell reinbewegen könnten. 13 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und los geht's. Oh, da kommt noch eine andere Blue Box hinten dran. Jetzt sind wir im zweiten Trade. Blue Box im zweiten Trade, eine 15er Box.
Zweiter Trade mit etwas größerem Risiko. Direkt zur Markteröffnung, also eine nicht so ideale Grundvoraussetzung. Aber wir schauen mal, was uns dieser Trade bringt. Hoffentlich zappelt er nicht wie ein Zitteraal hier. Also zweiter Trade geht relativ fix zur Markteröffnung. Rechte Bildrand ist unser Morning Trade, der Eröffnungstrade, den wir verpasst haben, auszusteigen. Beziehungsweise hier waren wir hier vorne schon im Gewinn. Jetzt gibt es nochmal Schub. Und hier sind viele Kluppen, die da schon ausgestiegen. Insofern sollte das Niveau jetzt wie Butter durchgehen. Mal gucken. Ich kenne euch doch. So, gestrichelte Linie. Na, da drängelt noch jemand, will aussteigen hier. Also gestrichelte Linie ist unser geplanter Ausstieg. Aktuell sind wir plus minus 0. Jetzt sind wir im Gewinn mit 0,03. Das Schloss haben wir schon raus. 0,5. 0,7. 0,8. Come on. Zieh. Sie. Wie heißt es so schön, wer bremst, verliert. Und ich gehe raus. Und der erste Trade und der Eröffnungstrade ist in den Gewinn gelaufen. So sieht das Szenario aus. 1, 2, 3. Und damit haben wir auch das Tagesziel von 0,1% erreicht. Und ich verabschiede mich bei den YouTubern und bedanke mich recht herzlich. Und wir hören uns dann morgen wieder. Im Live-Trading-Raum machen wir natürlich selbstverständlich weiter, denn wir kommen nicht zur Ruhe. Wir